Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einer weiteren Folge des Buy for Scale Formates. Und wie ihr schon im Titel erkennen konntet, spielen wir heute mit einem der OP-sten Stürmer in diesem Spiel. Zumindest lassen es seine Werte vermuten. Nämlich wir spielen heute mit Vincent Aboubakar. Mit sagenhaften 87 Tempo, 85 Schuss, 88 Füße, 86 Dribbling und 82 Pass. Und dazu hat der Gute auch noch die Forster Skills. Also bei ihm wundert man sich, dass der Gute nur 25,5k gekostet hat, aber das liegt natürlich auch an seiner Liga. Ja, meine lieben Freunde, wir bauen heute um ihn drumherum, wie er es am liebsten hat, ein klassisches Buy for Scale Team. Wir machen wieder ein Ligen-Squad, diesmal natürlich die Super League ist dran, Leute. Wenn ihr auf alle Fälle weitere solche Videos sehen wollt, beziehungsweise weitere Videos von mir, dann abonniert diesen Kanal auch gerne kostenlos. Und ich würde sagen, wir starten hier rein in das Team. Wir starten hier natürlich beim Transfermarkt bei der Super League. Alles ist eingestellt und ich würde sagen, unser erster Spieler ist Bruma. Der bringt auf alle Fälle viel Pace mit. Nächster Spieler ist Landell. Das ist eher mittelprächtig. Und ich würde sagen, als nächstes kommt der Linksverteidiger. Das wird Shana Erkin, wenigstens ein Goldspieler. Und dazu machen wir gleich noch den nächsten Innenverteidiger. Das wird Charlik mit relativ wenig Pace. Und ich würde sagen, der nächste ZM müsste schon geladen sein. Nein, ist er noch nicht. Es ist immer noch Landell. Aber hier auf der rechten Seite wird es Potug. Jetzt schauen wir mal, ob hier endlich der gute alte Landell weg ist. Ja, hier bekommen wir als nächstes Sousa. Und das heißt, uns fehlt nur noch eine ZM-Position. Und ich glaube noch der Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und der Torhüter. Und es ist wieder Charlie, keine Ahnung. Also bei der türkischen Liga scheinen nicht so viele Spieler auf dem Markt zu sein. Hier kommt eine mehr oder weniger Bundesliga-Legende, Andreas Beck. Und hier machen wir natürlich weiter mit dem Torhüter. Und dann kommen wir natürlich zu unseren letzten beiden Positionen. Das ist Karce Marxaskas. Ganz komischer Name auf jeden Fall hier von dem Dude. Und als zweiten Innenverteidiger bekommen wir hier Vukovic mit richtigen Scheiß-Pace-Werten. Und unser letzter ZM, ich glaube das war der hier, das wird Inan. Ja, meine lieben Freunde, wir bauen hier das Team um Aboubakar und ich würde sagen, wir sehen uns beim fertigen Team. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist auch schon unsere Mannschaft und ich muss sagen, es hätte uns auch schlechter treffen können, aber in der Innenverteidigung hätte es uns auch wiederum deutlich besser treffen können. Mit einem Innenverteidiger mit 33 Pace und mit einem anderen mit 68 Pace lässt es sich relativ schwer leben, aber dafür gefallen mir die beiden Offensivpositionen auf den Außen mit Bruma mit 93 Tempo und Potug mit 85. Potug hat leider nicht die Forster Skills und Bruma hat sie zum Glück. Das ZM sieht auch relativ solid aus und ich bin mal gespannt, wie Aboubakar dort vorne abgehen wird. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim gegnerischen Team. Ja, meine lieben Freunde, das ist ja auch schon das Team unseres Gegners. Der nennt sich Level Up Bundesliga. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht sogar ein YouTuber ist, habe ich keine Ahnung. Muss ich dann auf alle Fälle mal nachgoogeln. Wenn es einer ist, dann packe ich ihn euch mal in die Beschreibung oder erwähne das später noch. Er hat auf alle Fälle ein, ja, mittelmäßiges Anfangsteam mit Guido Burgstaller im Sturm. Und ich bin mal gespannt, wie wir gegen diesen Kollegen spielen werden. Und wir sehen uns beim ersten Highlight. Da macht das über Space und Karce, ja, so heißt er, auf alle Fälle hält den Ball. Der hat auf alle Fälle einen richtig langen Namen. Da steht Aboubakar, da steht auch Bruma. Das macht Bruma, klasse Bruma. Aber Lomp ist hier von unserem Außenverteidiger. Keine Ahnung, wie man so dumm sein kann, um so einen Pass zu spielen. Und wenn der mal einen langen Ball spielt, da ist unsere Abwehr offen. So lächerlich klingt das. Aber wenn wir einen langen Ball spielen, müsste seine auch offen sein, weil Upamecano ist nicht der Schnellste. Aboubakar ja mit der nächsten Chance. Ja, Leute, zur ersten Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, es ist jetzt gar nicht mal so viel passiert. Der Gegner verteidigt recht gut mit seiner Bronzeabwehr und wir machen unseren Job eigentlich auch ganz gut. Die zwingenden Chancen müssen wir uns jetzt im zweiten Durchgang holen und ich würde sagen, wir sehen uns beim ersten Highlight. Komm mal wieder runter. Jetzt rennt er durch, der Inan. Selçuk Inan. Der Typ hat einen Schuss.
Aber Lompa ist auch anscheinend ein Weltklasse-Torhüter. Das Reißen. Und das reißt er auch. Ach du Scheiße. Geht doch mal nach hinten. Bei uns brennt's gewaltig. Und wie es bei uns brennt. Jetzt macht so ein komischer Typ, von dem ich noch nie was gehört habe, ein Tor. Ne, ich sag mal keine Beleidigung, aber das ist dieser Vollpfosten. Den Ball noch nicht mal abspielen kann. Da ist Aboubakar durch und da ist das 1:1. Ich war gerade ein bisschen im Rage, weil mein einer Mittelfeldspieler gerade eben vor uns einen richtig schlechten Pass gespielt hat, aber Aboubakar haut hier das Ding eiskalt zum 1:1 rein und da sieht man auf alle Fälle schon mal seinen 88er Schuss. Der hat's auf alle Fälle drauf, der Junge. Und jetzt muss Alba Potu wird sich doch gegen diesen komischen Guevara durchsetzen. Und das macht er auch. Und wie er das macht, bringt er die Flanke. Und da steht Sousa in der Mitte und macht hier das 2:2-Kombination hier. Natürlich haben wir Glück, dass der Ball wieder zu Sousa abprallt. Aber der klatscht hier das Ding eiskalt zur 2:1-Führung gegen unseren Gegner rein. Ja, meine lieben Freunde, das Spiel ist ja an der Stelle vorbei. Ihr könnt mich schlecht nennen und sonst was, aber ich bin absolut glücklich, dass ich dieses Spiel gewonnen habe, weil der Gegner hat echt richtig gut mit diesem Team gespielt. Props gehen an dich raus. Mal schauen, ob du ein YouTuber bist, kann ich ja dann mal suchen. Und ich wollte auf alle Fälle sagen, meine lieben Freunde, Aboubakar hat dort vorne gezeigt, was er drauf hat. Er hat sich durchgesetzt. Er hat auch gezeigt, wie aktiv er ist. Er hat richtig oft aufs Tor geschossen. Wir haben ein richtig schönes Tor mit ihm erzielt. Pfosten rein. Also da hat man auf alle Fälle seinen richtig guten Schuss durchgesehen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Checkt doch gerne mein letztes Buy First Geld zu Germain Man of the Match aus. Und auch gerne mein letztes Video, ein Pack and Play gegen Break FIFA. Ist alles oben verlinkt. Wie gesagt, Leute, abonniert doch gerne kostenlos. Das war's mit der Eigenwerbung. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Das wahrscheinlich morgen kommt auch wieder zum Team of the Knockout Stage. Und damit würde ich sagen, haut rein.